Hallo und herzlich willkommen zurück zu Beneschas Ghosts of New Eden. Ja, in der letzten Folge, ich muss immer noch verschnaufen, haben wir hier einen endlosen Elitekampf, sage ich mal, gehabt. Haben unsere Werte noch mal ein bisschen auffrischen, verbessern können. Und wir wollen mal schauen, ob wir jetzt heute den Laden erreichen. Hier sind Leute gestorben. Ah, aber da gibt es noch ein Kraut, was wir uns noch holen können. Das ist immer gut. Sonst sehe ich jetzt hier gerade nichts. Dass da natürlich Krähen überall sitzen, das ist nicht unbedingt ein gutes Zeichen. So, Moment, da vorne geht es runter. Und da gibt es noch mal ein Fragezeichen. Das Problem ist, ich wollte mich eigentlich nicht mit irgendwelchen Nebenquests aufhalten. Unterirdischer Ort. Wieso ist das? Ja, wieso sind die eigentlich gelb? Okay. Also, ich würde schon gerne auch die Nebenquests machen, muss ich dazu Etwas sagen. versteckt sich. Aber ich würde gerne der Story folgen, damit wir hier auch mal weiterkommen. Was versteckt sich denn? Ah. Komisch, normalerweise sind die Sachen doch eher grün. Wenn sich da was versteckt, hier kommen wir durch. Aber es dauert noch. Es dauert noch eine ganze Weile, bis wir da sind. Hallo, Spiel. Hat sich kurz verschluckt, weil es am Laden war, nehme ich mal an. Ich habe gerade erst Elite besiegt. Ich will jetzt nicht noch was Großes bekommen. Hallo? Klingt nach Ärger. Ja. Finde ich auch. Schemen greifen das Fort an. Kleinen Schritt zurückweichen. Da hinten ist was Lilanes. Kann ich da vielleicht als erstes hingehen? Ich denke mal, wenn ich da reingehe. Mach Oh, halt, ihn stopp. Nieder. Oh. Bin ich dem jetzt gefolgt oder nicht? Ich bin mir gerade nicht sicher. Outpost, den wollte ich eigentlich mal kurz angucken. Der Navigator. Okay. Aber das ist jetzt wieder eine Nebenaufgabe, oder? Jeder Schuss zählt. Wir haben nicht mehr viele. Guten Tag. Der Kerl erlebt noch. Pfeffer, ich sagte Feuer einstellen. Oh, sie kann das nicht oft hintereinander machen, stimmt ja. Denkt ihr, ihr könnt es mit einem Geist aufnehmen? Gleich kommt der Schuss. Okay, sie kann es noch nicht. Du willst es mir also schwer machen? Als wäre ich eine Zielscheibe. Ja, das war ganz doof. Ganz doof. Ich glaube, der nimmt mich einen aufs Korn. Ja, weich nicht aus, kein Thema. Stehen geblieben. Niemand kommt rein oder raus. Egal ob lebend oder tot. Mein Name ist Red McWraith. Ihr seht, ich bin ein Verbanner. Macht auf und lasst mich rein. Ich habe hier zu tun. Was ihr zu tun oder nicht zu tun habt, geht mir, verzeiht mir den Ausdruck am Arsch vorbei. Der Befehl lautet, dass niemand hier reinkommt. Ich verstehe euer Dilemma, mein Freund. Wie heißt ihr? Mein Name ist Andrew White.
Ihr macht einen freundlichen Eindruck und ich mag Schotten. Aber jetzt bin ich im Dienst und da bin ich nicht euer Freund. Wir haben hier genug Probleme. Ich kann nicht auch noch Befehle missachten. Priest oder Pennington würden mir einen Einlauf verpassen. Das möchte ich vermeiden. Pennington, der Name sagt mir jetzt gerade gar nichts, aber... Pennington kennt mich. Er weiß, dass ich hier bin, um zu helfen. Das tut er sicher. Aber für jeden Toten, den wir erledigen, kommen am nächsten Tag 3 weitere zurück. Siege zählen hier draußen nichts mehr. Jedenfalls ist der Captain im Moment nicht verfügbar. Und ich will nicht, dass ihr seine Situation noch komplizierter macht. Wenn ihr helfen wollt, Mrs. Priest und ihr Trupp sollten schon wieder hier sein. Den Außenposten könnt ihr nicht verfehlen. Er überblickt das Tal. Wenn ihr sie finden und dafür sorgen könntet, dass sie nicht krepiert, würdet ihr sicherlich in ihrer Gunst stehen. Und die öffnet bekanntlich Türen. Kämpfen, eure Vorgesetzte finden und sie aus der Scheiße ziehen. Verstanden. Das krieg ich hin. Die Schemen setzen ihnen wirklich zu. Wir vernichten zuerst das Nest in der Nähe, dann kümmern wir uns um die vermisste Vorgesetzte. Warum müssen wir immer Nester machen? Wie steht es um das Fort? Wie es um das Fort steht? Schlecht natürlich. Wir verlieren immer mehr Männer und unser Schießpulver ist so gut wie aufgebraucht. Priest ist mit Williams und einem anderen Soldaten ausgezogen, auf der Suche nach Vorräten. Wir sind noch nicht zurückgekehrt. Es ist gefährlich da draußen. Die Sucher werden häufig selbst zu Gesuchten. Gab's in letzter Zeit irgendwas Interessantes? Die Toten marschieren und ihr wollt einen Schwatz halten? Ich bewundere eure Gelassenheit. Aber bei Gott, jetzt ist der falsche Augenblick dafür. Ich gehe ja schon. Natürlich. Wir werden uns wohl wiedersehen. Findet unsere Freunde, Verbanner. Oder erlöst sie von ihren Qualen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Sobald ich mich um den Schemenhorst gekümmert habe, suche ich nach dem Außenposten. Der Tod klopft an ihre Pforte. Kein Wunder, dass sie nicht aufmachen. Sie haben keine Wahl. Der nächste Angriff könnte sie überwältigen. Das Nest muss in der Nähe sein. Da ist eine Spur im Schnee. Ich will aber kein Nest machen. Was für eine Spur? Achso. Okay. Jetzt dachte ich, ja, endlich noch mal ein bisschen Story, auch wenn es jetzt ja scheinbar eine Nebenquest ist. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Also das hier ist anscheinend die Nebenquest. Und das ist dann der Zielpunkt, wo wir jetzt aktuell hin müssen. Da kommen noch mehr. Natürlich. Holt euch euer Frühstück, Freunde. Ich hatte mich aufgeladen. Ganz blöder Fehler. Wer ist mit einem Highland Kiss? Massen von Schemen. Dem Vor wird das Pulver ausgehen. Diese Unholde sind nicht grundlos hier. War hier nicht gerade was Rotes? Hm. Dann kam es mir nur so vor. Ja, die sind nicht grundlos hier, ja. Ich denke mal, die werden alle angezogen von diesen einen mächtigen Geister, von diesem Albtraum. Folgen wir mal der Spur. Sie kriegen Verstärkung. Hier ist es. Genau hier. Schütte das Loch zu. Begrab sie alle. Ja, wir haben Level 12 erreicht. Schütte das Loch zu. Heißt, heißt was? Erstens, welches Loch? Und zweitens, ich muss doch da links... Ach so, Moment. Ich glaube... Was ist denn das Blaue da oben? Moment.
sollte dem Floh ein wenig Zeit verschaffen. Hoffen wir, dass es für die berühmte Mrs. Priest noch nicht zu spät ist. Sonst ist hier nichts. Kann man da denn hoch? So, ich komme jetzt da nicht mehr hoch, weil ich das zugemacht habe. Wetten? Da ist auch nichts, dass ich da irgendwie hochziehen kann oder so. Moment. Da war doch gerade... Ja, den Punkt habe ich gesehen, aber... Okay, optional den Aufzug nehmen oder einen Weg nach außen suchen. War das der Aufzug, den ich gerade zerstört habe? Kann das sein? Ich bin mir nicht sicher. Moment. Das Kerlchen hat noch was für mich hier. Ach, komme ich damit hoch? Kommt das so weit da dran? Ich bin mir nicht sicher. Nee, das geht aber... Das geht nicht, oder? Obwohl doch, da oben komme ich hin. Da ist nichts. So, einmal die Kiste. Sehr schön. Dann... Ach so, das kann ich nicht kaputt machen. Das ist nur, oder? Nee, kann ich nicht kaputt machen. Hier, das ist doch eingestürzt, oder? Nee, das ist noch offen. Nee, doch, das ist eingestürzt hier hinten. Meine ich doch. Das heißt, ich muss jetzt wahrscheinlich komplett raus, damit ich dann... nee, Moment. Da. Den Außenposten erreichen. Nee, ich muss einfach nur wieder zurück. Das ist doch die Strecke, wo ich reingegangen bin. Ja, klar, das ist die Strecke, wo ich reingegangen bin. Ach so, ich habe zuerst gedacht, ich müsste auf die andere Seite von dem Berg noch hinkommen. Nee, dann ist okay. Der Außenposten dürfte hier links sein. Er sieht aber schon... Nee, er sieht gar nicht so demoliert aus. Jetzt ist es rechts. Jetzt habe ich zwei. Was ist denn jetzt los? Na gut, wir gucken jetzt erstmal hier. Das, ach so. Das ist der Aufzug, ne? Ich sehe zwar hier nur die Hälfte wegen dem Schnee. Ist es auch wieder versperrt? Nee. Ist wieder eine Kiste. Irgendwie sind die alle gleich aufgebaut hier. Okay. Moment. Da ist was zum Schießen. Dadurch komme ich unten rein. Hier oben kann ich sonst nichts mehr machen, nichts mehr abschießen oder so, ne? Gut. Diesmal müssen wir nicht oben die blockierte Tür freimachen, sondern unten. Da war nichts dran. Obwohl, die war gar nicht blockiert, oder? Ich habe nur irgendwas runtergeschossen. Ich bin mir nicht sicher. So, was haben wir denn hier? Ein bisschen Geld und den Aufzug. Der natürlich klimmt. Dann musst du wohl laufen. Muss ich wohl. Einen Weg nach oben suchen. Natürlich. Oh, hat die mich jetzt erschreckt. Ich dachte, da steht plötzlich so ein Schemen. Warum hakt das hier eigentlich gerade? Kommen jetzt hier irgendwie viele und große Gegner, oder? Weil das Spiel hakt nicht und im Hintergrund kann noch kein... Nee, da bin ich rausgekommen, ne? Kann auch kein Download laufen. Das habe ich extra blockiert. Okay, das dürfte dann der Weg sein. Ich möchte wissen, wie viele da im Vor sind. Vermutlich jeden Tag ein paar weniger. Trotzdem, besser drinnen als draußen. Irgendwas höre ich hier. Es hört sich an wie so eine Kugel zum Wegschießen. Ah, da oben.
Okay, die Frage ist nur, doch, da muss ich hin. Nichts zum Sammeln. Ich brauche so langsam wieder was zum Sammeln, Leute. Da kann man noch hoch. Etwas ist in der Nähe. Wo ist es? Na, da, wo ich hingehe, natürlich, wie immer. Okay, da oben muss ich hin. Das heißt, ich gucke hier oben nochmal kurz, ob hier irgendwas zum Einsammeln ist. Ich sagte zum Einsammeln, ja, keine Gegner bitte. Da werde ich wahrscheinlich gleich noch genug von haben. Das ist der Weg, den man da auch gehen kann. Ja. Aber das sieht mir nicht aus, als ob da irgendwas ist. Komme ich hier auch runter? Nee, natürlich wieder nicht. Ach, das finde ich ein bisschen blöd, dass man da nur an einer Stelle hochsteigen kann. Okay, kann ich noch nachvollziehen. Aber dass man nicht überall runterspringen kann, ist ein bisschen doof. Sie bringen noch mehr Freunde mit. Bimmelt nur so vor Schämen. Ist der Vorratstrupp wirklich hier lang gekommen? Das würde erklären, warum sie noch nicht zurück sind. Ja. Wahrscheinlich, ne? Glühende Hingabe. Okay, wir haben einen neuen Ring, so wie es aussieht, bekommen. Da können wir nichts mehr machen. Dann gucken wir mal kurz. So, ein Armband können wir übrigens verbessern. Schlagangriff. Das können wir aber nicht hier machen. Können wir noch im Feuer, ne? Würde sowieso nichts bringen. Achso, da habe ich den Bannring drin. Zwei 15. Ja, nee. Ich lasse den Ring mal drin, den wir hier haben. Ich hasse diese Perspektive. Das machen die doch extra. Dass wenn mich hier oben jetzt direkt irgendwas anfällt oder so, dass ich das nicht sehe im Vorfeld. Das war nichts zum Einsammeln. Okay. Da geht es auch nochmal rum. Das ist so... Oh, so verwinkelt. Rechts wäre jetzt nochmal ein Fragezeichen. Da könnte man jetzt auch nochmal eine Nebenquest machen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin schon froh, wenn ich die Hauptquest hier erstmal machen kann. Weil dann immer wieder eine Nebenquest... Im Verborgenen. Ist halt so ein bisschen... Ich finde es geil. Also ich mag Nebenquests. Auch gerade hier finde ich die auch gut gemacht. Aber... Bin ich da jetzt dran vorbei oder ist das jetzt woanders? Aber ich würde halt gerne bei der Story bleiben, weil das bringt mich dann immer wieder raus, wenn ich irgendwas dann dazwischen machen muss. Ein Geist. Okay. Wir helfen euch, in der Hoffnung, dass es keine Falle ist. Aber ich denke mal, die Geister werden einen wahrscheinlich eher seltene Falle stellen. Da kann ich hochklettern. Ah, nochmal Fell. Wobei, wie gesagt, Fell habe ich, glaube ich, noch für nichts gebraucht bisher. Wahrscheinlich um irgendwelche Rüstungen zu... Obwohl, die kann man auch nicht selber machen, ne? Wo ist der Geist hin? Nicht hier drin. Hallo, Herr Geist? Können Sie bitte mal auf mich warten oder auf sich aufmerksam machen? Tot? Hoffen wir, dass er es bleibt. Tja. So eine Sache, ne? Okay, das können wir...
Hallo Leute, ich helfe euch gerne, aber ihr müsst schon sagen, wo ihr seid. Aber ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. Materiallieferung. 3 neue Meshschnüre, ein Riemen für das Aufzugssystem. Alles wurde uns vorausbezahlt. Okay. Na gut, was haben wir hier? Lieferplan. Nueden, Stadt und Farmen. Okay, können wir jetzt auch nicht wirklich was mit anfangen. Sieht so aus, als wären sie überrascht worden. Oha. Ist noch voll. Okay, den Aufzug können wir dann nehmen wahrscheinlich, um wieder zurückzukommen. Gehe ich mal stark von aus. Und hier ist auf jeden Fall unser Zielort. Ah, ich wusste es. Ich wusste es. Ja, natürlich. Gleich nicht mehr. Es ist noch nicht vorbei. Ich komme, ich muss nur noch erst den Loot hier einsammeln. Und vielleicht mal kurz in die Hütte gucken. Wenn ich da reinkomme. Ja, ich komme rein, okay. Ich höre hier nämlich irgendwas drin. Okay. Wenn dann im Nebenzimmer oder irgendwie oben drüber. Das ist die Truhe. Ätherische Gewandlung. Okay, da gucken wir doch gleich mal kurz nach. Ja, geht aber dann alles runter. Physische Resistenz. Verursacht der nächste. Ja, ja. Hört sich schön an. Ich höre hier doch irgendwas. Ist das unten drunter? Ich bin mir nicht sicher. Na gut. Dann helfen wir erstmal der scheinbar einzigen Überlebenden. Aber gut, das ist ja auch die, die wir suchen sollten. Nehme ich mal an. Das wäre ja schon ein großer Zufall, wenn nicht. Das ist aufgeladen, das ist aufgeladen. Okay. Weiter geht's. So, anstatt dir zu helfen, erstmal alles einsammeln. Da kann ich hoch. Da kann ich hier. Da kann ich nicht. Okay, da müssen wir da hoch. Hier ist aber auch noch was. Oder? Nee, das ist nur Feuer. Natürlich. Ich fall schon wieder aus Feuer rein. Oh, es war so klar. Schrei weiter, dann weiß ich etwa, wo du bist. Bin hier, um dich zu retten. Ich habe sie gerade noch gehört. Ich guck mal eben hier. Ich meine, noch lebt sie ja, ne? Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Dann können wir in der Zeit ja mal eben gucken, ob wir noch was finden. Die ist rechts von mir. Was ist das hier? Ja, lauf jetzt erstmal gegen die Wand, genau. Kommt her, wenn ihr... Mein Bolzen ist hinüber! Hinter dir! Zurückgehen.
Denkt ihr, ihr könnt es mit einem Geist aufnehmen? Nein, 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 so nicht! Geh doch mal aus der Ecke raus, du Blödmann, Mensch! Warum habe ich das Gefühl, dass wir vollkommen schutzlos sind? Oh, nee, jetzt kommt der nicht auch noch. Mein Gott! Okay, ich gebe zu, ich dachte jetzt, dass der schwieriger ist, aber... Oh. Schweiß. Was? Schweiß? Was hat die jetzt gesagt? Oh, warte, ich komme sofort zu euch und rede mit euch. Ich muss nur mal eben hier was einsammeln. Oh. War ich das nicht schon immer? So. Jetzt bin ich ganz für euch da. Hi. Ich bin hier, um dich zu retten. Gerade rechtzeitig. Ihr müsst Haskets Verbanner sein. Vielen Dank. Vielen Dank euch beiden. Ihr könnt mich sehen. Glasklar. Ich sehe ja auch mein... Das ist mein Mann. Ich bin Herrn Priest. Antea Duarte. Das ist mein Partner. Red McGrath. Selten, dass die Lebenden die verweilenden Toten sehen können. Ich weiß nur noch, nach 7 langen Jahren Trauer wurde ich eines Tages wach und mein Sebastian war wieder da. Es war, als ob meine Gebete endlich erhört worden wären. Das war mir genug. In Zeiten der Gefahr ist es meine Pflicht, die Frau, die ich liebe, zu beschützen. Ihr versteht bestimmt. Wie war es für euch zu sterben? Ja, vor allen Dingen fragt das dann Antea, die selber tot ist, weißt du? 7 Jahre. Warum kehrt ihr gerade jetzt zurück? Es hat sich nicht wie 7 Jahre angefühlt. Plötzlich rief mich ihr Schmerz zu ihr. Göttliche Fügung oder nicht? Was zählt ist, dass mein geliebter Sebastian wieder bei mir ist. Jetzt, wo ich ihn am dringendsten brauche. Ja, der hieß White, glaube ich, ne? Andrew White schickt uns. Er dachte, ihr würdet in Schwierigkeiten stecken. Offensichtlich habt ihr euren Schutzengel gebraucht. Wir hätten mehr als einen gebraucht. Dank euch können wir die Vorräte des Lagers auffüllen. Matthews und Williams sind nicht umsonst gestorben. Es war eine riskante Mission, aber... Helen hatte keine Wahl. Würden sich die Überlebenden nur auf Pennington verlassen, wäre das Fort längst verloren. Tja. Leichtsinnig waren sie auch, ja. Aber sie ist ja, so wie ich das verstanden habe, die Anführerin da gewesen, oder? Mag sein. Schwierige Entscheidungen sind mitunter nötig. Das erfordert Mut. All der Mut in der ganzen Welt nützt nichts, wenn ihn nicht auch die Befehlshaber aufbringen. Pennington eiert rum, während Monster das Fort unerbittlich belagern. Eins ist klar. Die Toten nagen am Gewissen des Captains. Falls er überhaupt eins hat. Warum das? Vor 7 Jahren suchte eine Seuche New Eden heim. Pennington sonderte die Erkrankten in den Minen ab, mauerte sie ein. Es waren finstere Zeiten. Harte Zeiten. Niemand wusste, was der nächste Tag bringen würde. Wir haben alle viel verloren. Zu viel. Als stellvertretender Kommandant blieb Sebastian freiwillig, ließ sich mit den anderen einmauern und hielt am längsten durch. Er starb als Held. Und jetzt erheben sich die Ausgestoßenen. Sie verlangen nach Rache. Wer könnte es ihnen verübeln? Ich habe sie sterben sehen. Soldaten. Minenarbeiter. Krank, hungrig, um Hilfe bettelnd, die niemals kommen würde. Captain Pennington hat viel Blut an seinen Händen.
Ja, es ist nicht leicht zu führen, das stimmt, aber... Mein Beileid. Ihr habt viel durchgemacht. Haben wir. Machen wir. Und wir werden bis zum Sieg durchhalten. Wir sollten uns auf den Weg zurück zum Fort machen. Wir werden euch begleiten. Ja. Hellenpress folgen. Lauft nicht zu weit weg, weil ich muss nämlich noch mal eben kurz abmoderieren. Weil die Folge nämlich auch schon wieder sehr lang geworden ist. Deswegen, oh ja, sie laufen einfach immer weiter. Kein Thema, aber ich meine, ich habe ja oben noch zumindest eine Möglichkeit, ihnen zu folgen. Ich werde mich aber trotzdem mal ganz schnell dran halten. Wir sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.